Hallo liebe Freunde der Neugier. Heute wollen wir mal die Frage klären, warum im Flugzeug eigentlich bei Start und Landung immer das Licht dunkel gemacht wird. Irgendwie ist das manchmal ein bisschen gruselig. Los geht's. Ja, wenn ihr schon mal geflogen seid, ist euch vielleicht aufgefallen, dass bei Start und Landung mit dem Flugzeug das Licht immer so ein bisschen dunkel gemacht wird oder teilweise sogar ganz ausgemacht wird. Und ich denke dann immer, irgendwie ist jetzt hier gerade was falsch oder kaputt oder fällt jetzt der Strom aus oder sowas. Das ist immer ein bisschen beunruhigend, finde ich. Das hat aber einen ganz praktischen Nutzen. Und zwar ist es so, dass wenn mal tatsächlich dann doch was schief geht beim Start oder bei der Landung und die Passagiere schnell aus dem Flugzeug müssen, ist es so, dass, wenn es zum Beispiel Nacht ist, sich die Augen nicht erst an die Dunkelheit gewöhnen müssen, weil sie ja aus dem Hellen kommen. Dann, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr zum Beispiel an einem Sommertag irgendwie aus dem Hellen von draußen nach drinnen kommt, wo es vielleicht dunkler ist, dann seht ihr erstmal nichts. Und das wäre natürlich bei so einer Katastrophensituation sehr fatal. Und deswegen wird bei dem Start und bei der Landung das Licht immer ein bisschen dunkler gemacht oder sogar ausgemacht, damit sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen können. So, jetzt fragt ihr natürlich, ja, aber wenn es hell ist, wird das Licht trotzdem ausgemacht. Das hat einfach die Bewandtnis, damit die Crew von dem Flugzeug nicht groß überlegen müssen, ist es jetzt Tag oder ist es Nacht, sondern es wird einfach immer ausgemacht, damit man nicht einfach groß nachdenken muss. Das ist so ein normaler Standardprozess einfach, damit es eben alles reibungslos ablaufen kann, wenn tatsächlich mal ein Unglück passiert. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Allgemeinwissensvideo gefallen. Dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Es gibt nämlich noch mehr solcher Videos. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Schlaumacher.